Fertiggerichte für Restaurants und zu Hause. Schnell zubereitet, aber der Geschmack oft mies. Also das als Ende zu bezeichnen, das ist schon echt ein Skandal. Gefährliche Keime im Tiefkühlregal mit schweren Folgen für die Gesundheit. Das sind schwere, blutige Durchfälle mit krampfartigen Bauchschmerzen. Und versteckte Zusatzstoffe und Aromen. Warum Hersteller oft bei den Zutaten tricksen. Weil es viel leichter ist. Es ist viel leichter und viel günstiger. Die Tricks mit Tiefkühl- und Fertigprodukten. In Supermärkten und Discountern sind die Regale und Tiefkühltruhen voll davon. Schnelle Mahlzeiten für zwischendurch. Rund 20 Kilogramm Fertiggerichte isst jeder von uns pro Jahr. Was landet denn davon bei Ihnen auf dem Tisch manchmal? Ja, so die Fertigsoßen. Klar. Semmelknödel. Kartoffelbrühe. Dann die Hühnerbrühe. Mhm. Oder Schlemmerfilet. Tütensuppen, ich weiß nicht, was hast du denn da? Was das Herz begehrt, habe ich. Pizza. Pizza! Natürlich, Pizza. Also wenn es mal eng wird, auch eine Dose Erbsensuppe. Rinderrouladen sehen doch gut aus. Ja, sicher. Sonst noch Miracoli. Was? Das. Wo? Oben hier, Miracoli Spaghetti. In welcher Situation kommt das auch bei Ihnen auf den Tisch? Soll schnell gehen, schmeckt lecker. Im Homeoffice in der Mittagspause? Wenn ich abends spät heimkomme, sag ich mal, und habe noch nichts gegessen, vielleicht dann. Weil es schnell gehen muss. Weil es schnell gehen muss, genau. Schnell und einfach soll es auch in so mancher Restaurantküche gehen. Das haben wir bei unseren Stichproben mit versteckter Kamera immer wieder aufgedeckt. Pampige Sauce Hollandaise aus der Tüte. Fertiger Camembert aus der Tiefkühltruhe. Das sieht ja aus wie so ein Fertigtaler, oder? Was ist das? Alles aus der Tüte. Alles aus der Tüte. Die Erwartungen an das Essen im Restaurant sind allerdings ganz andere. Frische? Dass das richtig gut ist. Frisch, lecker, gut. Schon, dass man sieht, dass jemand sich Mühe gegeben hat. Wenn es geht, so natürlich wie möglich hergestellt. 100% Qualität. Das erwartet man, wenn man sagt, man geht mal schön essen, hat ein schönes Restaurant. Das gehört ja dazu. Und Convenience-Produkte auf dem Teller im Restaurant? Geht gar nicht, meines Erachtens. Fertigprodukte im Restaurant. Gnarrenburg in Niedersachsen. Hier betreibt Ulf Ahrens einen Landgasthof. Der Koch hat uns schon häufiger bei Restauranttests unterstützt. Heute wollen wir uns mit ihm Convenience-Produkte für die Gastronomie mal genauer anschauen. Ulf, du kochst ja in deiner Küche das meiste selber, oder? Ja, das meiste. Also nicht 100%, muss ich ehrlich zugeben, sind schon ein paar Produkte, die ich auch ich fertig nutze, ob es eine Krokette ist oder ähnliches. Aber 90% mache ich selbst, ja. Ja, das ist in vielen Restaurants ganz anders. Da wird oft auf Convenience zurückgegriffen. Warum eigentlich? Vielen Leuten fehlen die Köche oder Köchin für ihren Betrieb, sodass sie sagen, ich nehme ein fertiges Produkt. Das kann auch meine Aushilfe zubereiten. Das lege ich auf ein Blech, das kommt in den Ofen. Da gibt es ein fertiges Programm für. Da bin ich sicher, dass es jedes Mal gleich funktioniert. Das glaube ich schon. Ich glaube allerdings auch, dass bei vielen das wahrscheinlich auch einfach Bequemlichkeit ist. Das Angebot im Großhandel riesig. Soßen aller Art. Kartoffel- und Fleischgerichte, Nachspeisen und vieles mehr. Ulf Ahrens hat für uns eingekauft. Bitte nicht werfen, zerbrechlich. Ja, zerbrechlich. Das sind Gläser. Ja, sollte man meinen, das sind Spiegeleier, fertig gebraten, tiefgefroren, die im Grunde nur noch erwärmt werden müssen. Also, ja. Zeig mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Für rund 60 Cent pro Stück gibt es dann das hier. Das sieht aus wie ein Plastikei. Ja, mal schauen, wie es schmeckt. Bei Kroketten verstehe ich es ja. Sehr aufwendig zu produzieren, aber so ein Spiegelei mal in die Pfanne hauen, das macht doch keine Arbeit. Warum machen die das denn? Ja, weil da eben keiner mehr stehen soll und das machen soll. Sondern die lege ich jetzt alle auf Bleche, fahre die in so einen großen Wagen rein, und schiebe den Wagen nachher in meinen Ofen und bin fertig. Aber sind die dann auch lecker? Wir wollen heute verschiedene Fertigprodukte mit selbstgemachtem Essen vergleichen. Ulf übernimmt das richtige Kochen, ich die Zubereitung der Fertigprodukte.
Wir sind beide etwa gleich schnell fertig. Okay. Ich würde lieber erst mal das Gute probieren. Wir probieren mal das. Oh, das liebe Spiegelei. Wachsweich. Ja. Dafür brauchst du jetzt auch kein Koch sein. Das tiefgekühlte Spiegelei war bereits vorgegart. Der Geschmack eher neutral. Also wenn du mir nicht sagen würdest, dass es sich hierbei um ein Ei handelt, im Blindtest, ich hab keine Ahnung, schmeckt nach nichts. Nee, der Eigeschmack ist weg, ne? Nach nichts schmeckt's. Wir haben Testesser eingeladen, Stammgäste und Familie. So, und los geht's mit einem leckeren Spiegelei. Da wäre ich echt gespannt. Sie sollen herausfinden, welches das Fertigprodukt und welches das selbstgemachte ist. Bitte schön. Testen wir mal. Der geschmackliche Unterschied ist einwandfrei zu erkennen. Das Ei hat ein besseres Aussehen. Der Geschmack ist einfach besser. Und dieses Ei, was wahrscheinlich aus der Packung kommt, keine Ahnung, aber das ist mir einfach zu hart und hat auch wenig Geschmack. Auch das Eigelb ist auch ziemlich mit dem Eiweiß noch glasiert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier Ulf gemacht hat. Das war leicht. Weiter geht's mit tiefgekühlten Kohlrouladen. Kosten rund 1 Euro pro Stück. Laut Packungsangabe direkt rein damit ins heiße Fett. Oh ja. What? Ja, der Beruf des Kochs ist nicht ungefährlich. Das ist ja gemeingefährlich. Das ist normal? Halt gefrorene Artikel in heißes Öl. Ne? Für Ulf heißt es erstmal Kohl blanchieren, Hackfleisch zubereiten, Rouladen rollen. Ganz schön aufwendig. Schmoren müssen dann beide Kohlrouladen. Hier die TK-Variante und hier die selbstgemachte. Du hast ja komplett Hack drin. Ja. Am Ende, naja, das ist, Kohl ist günstig, Hack ist teuer, ist teurer an dem Produkt. Ne? Also versuche ich natürlich, wenn ich eine große Kohlroulade haben will, nehme ich viel Kohl, wenig Hack, damit es preisig stimmt. Und bei mir ist es eben umgekehrt. Hackkern, genau, den ich in Kohl einwickel. Ja. Aha. Und wie ist das vom zeitlichen Aufwand her? Ich meine, so eine Kohlroulade? Ja, macht schon Arbeit. Musst du den Strunk rausschneiden, musst den blanchieren, das muss weich sein. Dann fehlt dir ein Stück, dann musst du es einpacken, dann reißt es auf. Also Kohlroulade ist schon ein bisschen Fummelarbeit. Ist es diesmal auch so einfach für die Testesser? Die kleine Roulade ist selbst gemacht, die große das TK-Produkt. Also jetzt beim Ei, das war ja komplett klar für mich, was ist, allein vom Aussehen. Aber jetzt wüsste ich jetzt so vom Aussehen nicht, was ist. Also mein erster Eindruck ist der, dass diese große Kohlroulade selber gemacht ist und die kleine vielleicht aus der Dose stammt. Und da ist nicht viel Handarbeit dran. Also ich hätte auch eher vom Aussehen gesagt, dass die große selbst gemacht ist und die kleine aus der Tiefkühlabteilung kommt. Optisch halten die Testesser das Fertigprodukt für selbst gemacht. Erst der Geschmack bringt sie auf die richtige Spur. Jetzt würde ich mich eigentlich festlegen, dass die hier selbst gemacht ist und die hier aus der Dose kommt, weil das Fleisch hier einfach viel würziger schmeckt. Ich hätte jetzt gesagt, dass die kleine selbst gemacht ist, weil die intensiver schmeckt, so vom Fleisch und vom Kohl her. Richtig, doch ganz so einfach fiel unseren Testern das Enttarnen diesmal nicht. Das ist wohl auch das Ziel einiger Hersteller. Genau wie bei diesem Schnitzel Homestyle. Sieht aus wie selbst gemacht, schmeckt wie selbst gemacht. Und mit natürlich unregelmäßigem Rand. So bewirbt der Anbieter im Internet dieses Produkt. Die sehen aus wie echt. Wenn du selbst zu Hause mit dem Holzhammer, ganz genau. Da habe ich aber schon andere Schnitzel gesehen, die so richtig rund sind. Exakt. Aber ist das nicht bewusst von der Industrie versucht, was vorzugaukeln, was man nicht einhalten kann? Ja, das ist so. Das kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Also am Ende sagen sie auch, das merkt dann irgendwann der Gast nicht mehr. Weil das ist ja am Ende auch so ein Fritteusenprodukt. Ulf übernimmt wieder die Handarbeit. Ich gebe die tiefgekühlten Schnitzel einfach in die Pfanne. Im fertigen Zustand kaum ein Unterschied zu erkennen. Aber wie schmeckt das Fertigschnitzel? Schmeckt nicht schlecht. Ja, so. Ja. Probier mal. Das war ja fast zu erwarten. Schmeckt sogar richtig lecker. Saftig. Mhm. Oder? Mhm. Ja.
Trifft dich das jetzt als Koch? Nein, treffen nicht. Dass die Industrie das so gut hinkriegt? Ja, im Grunde ist es schon erschreckend. Man konnte halt sonst immer ein Schnitzel sofort erkennen, wenn es irgendwie aus dem Karton war. Die sieht jetzt wirklich aus wie, ja. Und schmeckt auch so. Ja, das schmeckt, also das ist tadellos, ist nichts dran auszusetzen. So, der Druck wächst. Ja. Jetzt wollen wir mal gucken, wie deins schmeckt. Der Fleischgeschmack kommt besser durch, ne? Ja. Also jetzt im direkten Vergleich musst du schon sagen, das schmeckt wirklich richtig nach einem Stück Fleisch. Das stimmt. Ja, ein bisschen würziger, auch ich habe natürlich jetzt Salz und Pfeffer. Das ist eine Fertigwürze, wird da drauf sein. Ich muss noch mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee. Was halt krass ist, ist wirklich die Optik. Ne? Dass es wirklich so, wirklich homemade aussieht. Ja, aber am Ende müssen wir uns halt auch fragen, was ist da drin? Laut Zutatenliste Stabilisator, Verdickungsmittel und Aroma. Auch diese Panna Cotta aus der Plastikflasche enthält Zusatzstoffe und Aroma. Da muss ich sagen, das ist natürlich auch so, warum? Weil Panna Cotta ohne Übertreibung ist das einfachste Dessert, was man selber zubereiten kann. Das ist wirklich absolut simpel. Das ist Sahne, Vanille, Zucker, Gelatine. Das sind also vier Produkte. Das ist nicht schwierig. Also man braucht kein fertiges Panna Cotta. Das aus der Plastikflasche ist allerdings noch einfacher und ohne jegliche Küchenkenntnisse zubereitet. Inhalt in der Mikrowelle erhitzen, abfüllen, dann runterkühlen. Warum ist das so einfach? Ja, weil da alles Mögliche drin ist, damit es so dann aussieht. Ne? Wo also, kommt der Geschmack her? Da wird ja keine Vanilleschote drin sein. Ja, hier sehe ich natürlich Emulgatoren und dann E471, Stabilisatoren E339, Carrageen, Aroma. Ja, also Zeug halt, ne? Ja. Das ist der Grund, warum es so einfach geht? Genau, warum es so einfach geht. Mikrowellentauglich. Beim Panna Cotta erkennen die Testesser das Hausgemachte sofort. Bei diesen mit den schwarzen Punkten schmeckt man eher Vanille raus, als bei dem hier. Das schmeckt eher nach Zucker, finde ich. Also ich bin für diese hier, wo man wirklich die Vanilleschote drin erkennt, allein wegen der Konsistenz, wegen dem Geschmack und allein wegen der Farbe so vom Auftreten her. Also das war auch ziemlich klar für mich. Ja. Jeldrick schmeckt auch das Fertigdessert ganz gut, aber wenn ich dann im Restaurant essen gehe, dann würde ich mir schon wünschen, dass sich der Koch so viel Mühe gibt und das dann schon selber macht. Das schmeckt mir dann schon raus. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband verteidigt den Einsatz von Fertigprodukten in Restaurants. Schreibt uns, die Unternehmer müssen schauen, wie sie ihre Kosten in den Griff bekommen. Und konstante Produktqualität, hohe Hygienestandards, schnelle Zubereitungszeiten sowie ein leichteres, komfortables Handling gehören zu den entscheidenden Argumenten für Convenience-Produkte. Ich glaube, dass diese Produkte, auch wenn sie einigermaßen in Ordnung sind, gehören in kein Restaurant. Die Küche, ne, ist das Aushängeschild. Und was wir heute gesehen haben, auch gerade auch das Schnitzel zum Beispiel, ist ja doch sehr irreführend. Ne? Das ist natürlich grenzwertig. Fertiggerichte. Im Restaurant werden sie uns manchmal untergejubelt. Im Supermarkt hingegen greifen wir freiwillig zu. Doch was steckt da eigentlich alles drin? Der Zutatenschummel. Viele Fertigprodukte haben eins gemein, eine lange Zutatenliste. Welche Mahlzeit sich dahinter verbirgt, gar nicht so leicht zu erkennen. Wir machen es jetzt mal umgekehrt, zeige Ihnen eine Zutatenliste und Sie sollen mir sagen, um welches Produkt es sich dabei handelt. Ach du Schande, zeig mal. Eiklarpulver, Kartoffelstärke, Aromen mit Haarmilch. 3% Rindfleisch, Tomatenpulver, Palmöl. Zucker, Maltox, Dextrin. Was könnte das sein? Da vorne dieses Maggi. Das mit dem roten Deckel? Irgendein A-Wrap oder sowas vielleicht? Also hier passt ja sowas hier, Erbsen, Eintopf, Hubertus. So. Also wenn Sie mich so fragen, dann würde ich auf das Miracoli tippen. Miracoli? Aber hier steht doch nur was von 3% Rindfleisch. Stimmt. Ja, eine Bolognese irgendwas. Könnte das vielleicht eine Rinderbrühe sein oder so? Irgendwas, was so tut, als wär's. Aber mit 61% Teigwaren? Schon irgendwas Nudeliges sein, oder? Vielleicht diese Knorr, Gulasch. Maggi-Töpfe. Tada! Sie sind der Erste, der es rauskriegt? Sensationell. Ganz schön schwierig. Vielleicht auch, weil man viele dieser Zutaten in der eigenen Küche nicht verwendet. Was ist denn Eiklarpulver eigentlich? Wahrscheinlich
eiklar und getrocknet irgendwie. Weiß genau. Hier zum Beispiel ist hydrolysiertes Maisprotein drin. Wüsste ich nicht, was das ist. Maltodextrin? Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Irgendwas aus Malz vielleicht? Ich weiß es nicht. Mono- und Diacetylweinsäureester. So, was ist denn das? Sauber. Sauber. Keine Ahnung. Dann hätte ich jetzt noch Eiweiß angereichertes Molkenpulver. Ist das? Irgendwas wie Trockenmilch. Sowas in der Richtung, ist mir leicht. Aber sind wir mal ehrlich, Sie haben keine Ahnung, ne? Nee. Aber ist doch verrückt, oder? Wir essen Produkte, da sind Sachen drin. Wo man gar nicht weiß, das stimmt. Wo man überhaupt keine Ahnung hat oder nicht mal eine Vorstellung, was das ist. Das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Viele Zutaten, oft rätselhaft. Aber warum werden die überhaupt eingesetzt? Bei Froster in Bremerhaven werden Fertiggerichte hergestellt. Arne Döscher ist Leiter der Forschung und Entwicklung und nimmt uns mit auf einen Rundgang. Circa 200.000 Gerichte werden hier jeden Tag produziert. Es sind tiefgekühlte Lebensmittel. Das macht es dem Hersteller leichter, auf konservierende Stoffe zu verzichten. Dennoch setzte man lange Zeit Zusatzstoffe und Aromen ein. Vor etwa 20 Jahren war dann Schluss damit. Warum dieser Schritt auf den Verzicht von Zusatzstoffen? Ja, es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, die Zusatzstoffe sind eigentlich dazu da, um irgendwas schön zu machen, was vielleicht gar nicht so schön ist. Um irgendwas besonders in eine Richtung schmecken zu lassen, was eigentlich gar nicht so schmeckt. Und das ist immer so ein bisschen fake. Die Produktion wurde komplett umgestellt und zum Beispiel Pulver durch natürliche Zutaten ersetzt. Ja, das war früher viel leichter, mit Milchpulver zu arbeiten. Super lange haltbar, genau eingestellt in der Qualität, leicht zu dosieren und auch günstig. Und wir haben aber gesagt, wir wollen die frischesten Zutaten haben. Also mussten wir unsere Technologie so ein bisschen anpassen mit den Soßen. Wir mussten lernen, wie wir mit Flüssigkeiten arbeiten, weil wir frische Milch einsetzen. Mhm. Also frische Zutaten sind ja oft auch teurer, haben Sie gerade selber gesagt. Wie hat sich das auf Ihre Produkte ausgewirkt? Die sind ein bisschen teurer geworden. Tatsächlich, wir haben das ja 2003 gemacht, der Verzicht auf die Zusatzstoffe. Und das war ein schwieriges Jahr, weil die Verbraucher das auch erstmal nicht verstanden haben. Heute spielt die Qualität der echten Zutaten eine wichtige Rolle. Beispiel Tomaten. Früher war der Geschmack, naja, es mussten Tomaten drin sein. Und heute sagen wir, der Geschmack muss aus den Tomaten kommen. Und das kriegt man nur hin, wenn man Freiland einsetzt. Früher waren also Tomaten ohne Geschmack drin? Oder woher kam der Tomatengeschmack? Ja, wir haben schon eine Menge Tricks drauf gehabt. So. Also das war schon so, dass wir den Geschmack eingesteuert haben über zum Beispiel Hefeextrakte oder über Aromen. Und den Geschmack, den man vielleicht von so einer Bolognese-Soße kannte, den haben wir über künstlichen Weg reinbekommen. Heute machen wir es natürlich. Inwiefern ist durch diese Umstellung die Produktion auch schwieriger geworden? Und wenn wir jetzt heute zum Beispiel den Knoblauch selbst kuttern, dann ist es schon viel aufwendiger, als wenn wir Knoblauchpulver nehmen. Wir haben den riesen Käseleib, den wir teilen müssen, wenn wir früher Käsearoma rüber gestreut haben. Früher haben Sie mit Zusatzstoffen gearbeitet. Warum haben Sie es denn damals gemacht? Weil es viel leichter ist. Ist viel leichter und viel günstiger. Doch immer mehr Verbraucher legen Wert auf natürliche Zutaten. Das haben auch andere Hersteller von Fertiggerichten erkannt. Ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe. Ohne Konservierungsstoffe. Und das Versprechen von Natürlichkeit sind beliebte Werbebotschaften. Also, was erwarten Sie? Dass nichts drin ist von dem Zeug. Dass da jetzt keine künstlichen Aromastoffe drin sind. Aha. Keine Farbstoffe. Das finde ich dann schon interessanter. Unsere Großmütter haben auch ohne sowas gekocht. Das würde ich dann schon als Anreiz nehmen, dieses Produkt zu kaufen. Doch Verbraucherschützer wie Stefanie Wetzel warnen. Die Produkte halten oft nicht, was die Werbebotschaften versprechen. Das ist ja insgesamt ein Trend, dass die Produkte möglichst frei von allem sein können, was uns ein schlechtes Gewissen macht als Verbraucherin oder Verbraucher. Und die Hersteller springen sehr stark auf diesen Zug auf. Aber oft sind die Produkte gar nicht so ohne. Zusatzstoffmuseum Hamburg. Hier stehen sie, die Zaubermittel für Fertiggerichte. Doch Zusatzstoffe, auch als E-Nummern bekannt, sind inzwischen unbeliebt, erklärt uns Christian Niemeyer. Viele Hersteller setzen deshalb auf einen neuen Trend. Viele Lebensmittelhersteller verzichten jetzt ja auf die Nennung von den E-Nummern und sagen dann frei von Zusatzstoffen, frei von Aromastoffen. Aber wie funktioniert denn das?
Man versucht, saubere Etiketten hinzubekommen und zum Beispiel einen Farbstoff zu ersetzen durch ein färbendes Lebensmittel oder andere Ersatzstoffe. Die können technisch das Gleiche sein, aber vielleicht in der Funktion noch viel besser. Zusatzstoffe unterliegen der Zulassungspflicht und die Hersteller müssen auf der Zutatenliste angeben, welche Funktion sie im Produkt übernehmen. Zum Beispiel, ob sie den Geschmack verstärken oder konservierend wirken. Die neuen Ersatzstoffe benötigen keine Zulassung. Sie gelten als Zutat. Und welche Funktion sie im Produkt letztendlich übernehmen, ist für den Verbraucher nicht erkennbar. Was sind denn so klassische Ersatzstoffe von Zusatzstoffen? Es gibt eine ganze Bandbreite davon. Die Hefeextrakte können Geschmacksverstärker darstellen, das kennt man vielleicht. Wir haben färbende Lebensmittel. Wir haben klassische Dinge wie Würzen oder hydrolysierte Pflanzen, Eiweiße, Milcherzeugnisse. Milcherzeugnis hört sich ja erstmal natürlich an, kann aber viele Funktionen im Produkt übernehmen. So könnten Sie ein Trockenmilcherzeugnis irgendwo lesen auf einer Zutatenliste, was aber eigentlich als Geschmacksverstärker in verschiedenen Produkten eingesetzt wird. Aber dadurch wird ja eigentlich noch mehr verschleiert und ich weiß als Verbraucher eher weniger als vorher, oder? Genau, Sie können diese Begriffe nicht mehr genau zuordnen. Es steht auch nicht davor, welche Funktionen Sie erfüllen, wie bei den Zusatzstoffen. Und Sie erfüllen auch meistens verschiedenste Funktionen. Und es gibt eine so große Palette, dass Sie eben auch unter Milcheiweißerzeugnis ein Verdickungsmittel oder ein Konservierungsmittel haben können. Auch häufig eingesetzt in Produkten, die ohne Geschmacksverstärker werben, Hefeextrakt. Klingt natürlich, hat aber geschmacksverstärkende Wirkungen. Naja, wird man halt ein bisschen verarscht sozusagen. Es wird diese, ja, ich will mal so sagen, Vorschriftenlücke ausgenutzt. Ja. Tatsächlich, das Gesetz erlaubt den Herstellern diese Praktik. Dennoch? Viele Verbraucher möchten Zusatzstoffe nicht im Produkt haben und sind dann enttäuscht. Also insofern ist es aus unserer Sicht eine Verbrauchertäuschung, weil wir immer sagen, die Verbrauchermeinung ist auch maßgeblich dafür, welche Kennzeichnung täuschend ist und welche nicht. Ein besonders dreistes Beispiel, diese Tütensuppe. Auch darauf steht, mit natürlichen Zutaten. Alles natürlich, natürlich. Steht da ja auch. Genau. Dummerweise ist hier noch so, sehen Sie das? So ein Sternchen. Oh, ja, ist clever, clever. Erst auf der Rückseite wird klar, nur die Zutaten mit Stern sind wirklich natürlich. Die meisten anderen, wie zum Beispiel Antioxidationsmittel und Aroma, sind es nicht. Das ist schon, ich will nicht sagen, hinter das Licht führen, aber es ist schon mit Tricks, wird da gearbeitet. Ne? Man geht auf diese Schiene, ich mache da ein grünes Schildchen drauf, natürliche Zutaten, das springt dem Käufer ins Auge und dann ist er erstmal glücklich. Die Industrie nutzt halt aus, was nicht ausdrücklich verboten ist. Maggi schreibt, man wolle mit der Botschaft auf entsprechende Zutaten aufmerksam machen. Dr. Anke Zühlsdorf leitet eine Agentur für Verbraucherforschung und Lebensmittelmarketing. Sie hat für die Uni Göttingen Studien zur Kennzeichnung von Lebensmitteln durchgeführt. Wir messen in unseren Studien regelmäßig auch zunehmendes Misstrauen gegenüber der Lebensmittelwirtschaft. Das ist insbesondere für die Hersteller problematisch, die da mit einem Ansatz rangehen, wo sie echte Produktverbesserungen auch bewerben wollen. Denen wird da nicht mehr geglaubt. Also das ist insgesamt schwierig. Habe ich das richtig verstanden, dass die Lebensmittelindustrie, kann man sagen, ja, ihren Ruf ein bisschen selbst versaut hat? Ja, auf jeden Fall. Wir nennen das Misstrauensspirale, weil wir sehen, dass gerade die Konsumenten, die besonders interessiert sind an Lebensmitteln, die auch bereit sind, mehr Geld auszugeben, zunehmend weniger glauben den Herstellern. Und das ist natürlich insgesamt für den Markt schlecht. Der Lebensmittelverband wollte sich uns gegenüber zu diesem Thema nicht äußern. Das zuständige Bundesministerium könnte sich auf europäischer Ebene für verbraucherfreundlichere Kennzeichnungen einsetzen. Schriftlich teilt man uns jedoch mit, aus ihrer Sicht hätten sich die Regelungen des EU-Kennzeichnungsrechts bewährt, sodass weder nationale Regelungen noch eine Änderung des EU-Rechts geboten sei. Und so kann die Industrie einfach weiter tricksen, um Verbraucher mit vermeintlich naturbelassenem Geschmack anzulocken. Lecker sieht sie ja aus, diese Pilzsuppe mit aromatischen Champignons. Aber wie viele Pilze stecken da wirklich drin? Das muss ich auch noch kochen. Nee, Sie müssen nur sagen, wie viele von den Pilzen da drin sind. Wahrscheinlich die Hälfte davon oder so. Die Hälfte davon wäre das? Ja. Ja? Das ist also Ihr Tipp? Ja. Und die Wahrheit ist das?
Nur 1,9% Champignons sind laut Zutatenliste enthalten. Bei frischen Pilzen, wie auf dem Bild, wären das rund 1 Gramm. Wahnsinn. Aber gemein ist ja hier die schönen Stückchen. Da denkt man wirklich, es müsste auch alles drin sein. Ne? Ganz schön wenig, oder? Stimmt. Man wundert sich, wo der Geschmack dann herkommt. Ne? Denn Fertiggerichte sollen ja nicht nur schnell gehen, sondern auch lecker sein. Zusammen mit Koch Ulf Ahrens probieren wir uns durch die Produktpalette und machen die Geschmacksprobe. Als erstes Hühnersuppe aus der Tüte für 87 Cent. Sieht in echt irgendwie ganz anders aus als auf der Verpackung. Der Nudelanteil ist sehr gering, finde ich. Ja, das ist viel Brühe, ganz klar. Wenig Nudeln, aber dafür gibt es diesen Beruf extra, ne? Dass einer so schöne Fotos machen kann. Maggi schreibt uns zu seinen Suppen: Wir bilden unsere Produkte auf der Verpackung so realistisch wie möglich ab. Viel Huhn ist aber auch nicht drin in der Hühnersuppe. 1,6% Hühnerfleisch. Das heißt, diese Menge an Huhn ist verwendet worden, um diese Brühe zu kreieren. Wie viel Huhn nimmst du normalerweise für diese Menge? Ein Vielfaches davon. Dieses kleine Stück Huhn bringt ja auch nicht Hühnergeschmack für diese Menge. Keine Chance. Da haben wir ja noch genug andere Stoffe, die hier aufgelistet sind, die den Geschmack bringen. Der Geschmack? Naja. Sehr intensiv. Ja, wie halt so eine Tütenhühnersuppe schmeckt. Ne? Und wie ist der Linseneintopf aus der Dose für 1,36 Euro? Ulf, wenn Werbung auf Wirklichkeit trifft, dann sieht es so aus. Ja, das ist schon. Es fehlen mir ja die Worte, das zu beschreiben, wie es aussieht. Ein Linseneintopf ist selten wirklich schick. Aber hier wird uns natürlich noch ein bisschen Lauch, den vermisse ich ganz. Und so ein rosa Würstchen ist leider auch nicht so zu finden. Ich habe ein Würstchen, aber das ist alles andere als rosa. Es ist halt braun, ne? Es ist eine braune. Kein schönes Braun. Der Geschmack auch nicht überzeugend. Was ich jetzt so typisch mit dem Linseneintopf verbinde, ist auch immer diese säuerliche Note, die man zu Linsen dazu gibt. Das hat es leider gar nicht. Als nächstes Hühnerfrikassee aus dem Kühlregal für 1,73 Euro. Auf dem Bild Spargelspitzen. Wenn ich hier genau hingucke, ist überhaupt gar kein Spargel. Nee. Irgendwo wahrscheinlich verkocht, irgendwo in der Mitte. Spargel ist natürlich auch ein bisschen teuer. Könnte das Spargel sein? Das hier? Ja, da ist er doch. Da ist doch unser Spargel. Ja. Und geschmacklich? Es kratzt im Hals. Ehrlich. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das ist ja so ein Tzatziki beim Griechen ist, genau. So, ich brauche mal Wasser. Mhm. Für 2,64 Euro gibt es Hausmannskost. Ente mit Rotkohl und Kartoffeln. Essen ist fertig. Guck mal. Oh Gott, ja. Weißt du, was das ist? Nee. Was soll das sein? Sellerie? Das soll die Kartoffeln sein. Kartoffeln? Ja. Eieiei. Auch angerichtet sieht's nicht appetitlicher aus. So, jetzt guck doch mal. Hm? Das ist ja echt. Das ist ein Trauerspiel, oder? Ja, das ist wirklich. Also, das als Kartoffel. Das sind irgendwelche weißen Würfel. Das könnte genauso gut Sellerie jetzt sein. Wir probieren mal, ob es nach Sellerie oder nach Kartoffel schmeckt. Ein Hauch Kartoffelgeschmack stelle ich fest. Oh. Ja, ganz gruselig. Das schmeckt überhaupt nicht nach Kartoffel. Willst du dich an die Ente wagen? Schmeckt original nicht nach Ente. Kein Stück. Schmeckst du der Ente raus? Könnte genau gut ein Stück, ich weiß nicht was sein. Rindergulasch. Ja, ganz genau. Aber Moment mal, wenn die Kartoffel nicht nach Kartoffel schmeckt, die Ente nicht nach Ente, was haben wir denn dann da für ein Gericht? Ja, vielleicht ist das auch der falsche Inhalt. Vielleicht haben sie es vertauscht. Ja. Du, wir machen hier Witze, aber eigentlich ist es doch traurig, oder? Ja, ist es. Also das als Ente zu bezeichnen, das ist schon echt ein Skandal. Das Unternehmen teilt uns mit, man bedauere, dass das Produkt nicht zufriedengestellt hat. Man stünde im Kontakt mit dem Hersteller. Fertigprodukte gibt es aber auch in teurer. Lohnt sich das? Klöße zum Selberrollen, Tiefkühlrotkohl und eingemachte Rinderrouladen. Die kosten stolze 9,80 Euro. So. Oh. Das sieht ja eigentlich ganz nett aus, oder? Ja, schon farblich. Farblich, ja. Ihre Farbe auch von dem Rotkohl. So, sieht alles ansprechend aus. Preis für eine Portion ca. 6 Euro. Der Geschmack? Hey, also mir schmeckt das total. Ja, kann man nicht meckern. Das ist wirklich
schmeckt gut. Ja, Roulade, top. Rotkohl, auch top, wirklich. Ja. Schmeckt lecker und eine tolle Konsistenz. Tatsächlich, der Kloß fällt jetzt ein bisschen ab. Aber da fehlt auch ein bisschen Kartoffelgeschmack. Ja. Ganz klar, ja. Aber am Ende, dafür, dass es auch Fertiggerichte sind, na klar, sind es höherpreisige. Ja, ja, dann ist der Preis auch gerechtfertigt. Genau, wenn es lecker ist, allemal. Ja. Geschmacklich und qualitativ gibt es also durchaus große Unterschiede. Aber viele hochverarbeitete Fertiggerichte enthalten oft zu viel Salz, zu viel Zucker, zu viel Fett und zu wenig Ballaststoffe. Meint Ernährungsforscher Dr. Stefan Kabisch. All diese Probleme, die im Lebensmittel drinstecken, können sich langfristig auch auf unsere Gesundheit auswirken. Die können Verdauungsprobleme machen, die können zu Stoffwechselerkrankungen führen. Und ganz langfristig können die durchaus auch zu Krebserkrankungen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Und inwiefern machen Fertigprodukte auch dick? Fertigprodukte haben das Problem, dass sie auf sehr kleinem Volumen relativ viel Energie vereinen. Dass sie so verarbeitet sind, dass unser Verdauungsapparat keinen großen Aufwand braucht, um an die Nährstoffe ranzukommen. Sodass wir dazu neigen, zu viel davon zu essen, zu oft zu viel davon zu essen. Und eben die darin enthaltenen Nährstoffe nicht vergesellschaftet sind mit vielen Vitaminen, mit vielen Ballaststoffen. Sodass wir insgesamt einfach nur hauptsächlich Kalorien zu uns nehmen, nicht insgesamt ein wirklich wertvolles Lebensmittel haben. Und damit eben letztlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir langfristig übergewichtig werden. Fertiggerichte. Praktisch, wenn es mal schnell gehen muss. Täglich sollten sie aber nicht auf dem Speisezettel stehen. Rund 160.000 Tonnen tiefgekühltes Fleisch verkaufen Supermärkte und Discounter jedes Jahr. Neben Schweinefleisch ist Geflügel am beliebtesten. Weil es magerer ist als Schweinefleisch und nicht so lange gekocht werden muss. Hühnchen ist einfach lecker. Das Gefühl gesünder, ne? Nicht so fett als irgendwie so ein fettes Schweineding oder verseuchtes Rind. Was viele Verbraucher nicht wissen, in jedem zweiten Supermarkthuhn stecken gefährliche Keime. Campylobacter, schon mal gehört? Nein. Campylobacter, noch nie gehört. Nee, klingt wie ein Bakterium. Campylobacter ist ein Bakterium, das uns krank macht. 60.000 bis 70.000 Menschen infizieren sich jedes Jahr, allein in Deutschland. Damit ist Campylobacter der häufigste Auslöser für Darminfektionen. Eine der Gefahrenquellen? Rohes Hühnerfleisch. Wir lassen 4 Tiefkühlhähnchen im Labor untersuchen. Wollen wissen, ob sie mit dem Keim belastet sind. Bundesinstitut für Risikobewertung. Hier forscht Dr. Kerstin Stingel zu Campylobacter. Bei Campylobacter ist es so, dass der Keim sehr unbekannt ist und der Verbraucher weiß häufig nicht, wie er sich wirklich selber auch aktiv schützen kann. Wie schnell sich Campylobacter in der Küche verbreiten kann, zeigt uns Dr. Stingel im Labor. Das Tiefkühlhuhn hat sie bereits zuvor mit dieser Flüssigkeit präpariert. Alles, was gelb ist, simuliert den Campylobacter-Keim. Genau. So sieht es ja noch nicht so wahnsinnig tragisch aus. Oh ja, okay. Mhm. Also es ist eigentlich komplett kontaminiert an der Oberfläche. Genau. Also das. Nicht nur an der Oberfläche, das Tauwasser ja auch. Ne? Ja, genau. Das ist vor allen Dingen auch dieses Auftauwasser, was eben diese Keime tragen kann. Viele Verbraucher machen dann im nächsten Schritt einen entscheidenden Fehler. Abwaschen muss man sehr, sehr ordentlich. Waschen Sie Ihr Huhn ab? Ja, natürlich. Klar. Man soll ja abwaschen und natürlich möglichst frisch verarbeiten, das kennt man ja. Warum soll man es abwaschen? Diese glitschige Schicht ist irgendwie ein bisschen eklig. Abwaschen sollte man ein Huhn auf keinen Fall. Okay, da sieht man, Der Campylobacter bleibt da trotzdem auf der Oberfläche sitzen. Es ist kein Hygienevorteil. Und wenn man dann noch sozusagen hier das Ganze einfach dann entleert und das vielleicht möglicherweise dann wieder da drauf legt, hat man es überall verteilt. Über Schneidebrett und Messer kann sich der Keim leicht auf anderen Lebensmitteln verteilen. Doch wie kommt der Keim überhaupt aufs Huhn? Der Keim ist ein sehr erfolgreicher Besiedler von Geflügel und kommt im Darm vor. Und durch fäkale Kontaminationen, das fängt natürlich auch im Stall an, wenn das Gefieder dann beschmutzt wird, ist es schon auf der Oberfläche des Geflügels. Aber dann natürlich der Schlachtprozess, da gelangt der Keim aus dem Darm auf die Oberfläche des Schlachtkörpers und damit dann auch aufs Fleisch. Und das macht uns dann bei falscher Küchenhygiene krank. Professor Thomas Schneider ist Leiter der Infektiologie an der Charité in Berlin.
Von den bakteriellen Durchfallerregern ist Campylobacter der, der hier am häufigsten zu einer stationären Aufnahme führt. Mit ernstzunehmenden Symptomen. Es sind schwere, blutige Durchfälle mit krampfartigen Bauchschmerzen und dann auch Wasserverlust, was bis hin gehen kann, dass man Kreislaufprobleme kriegt, dass man zusammensackt. Das ist das, was die akute Infektion am häufigsten macht. Eine gewisse Gruppe, die diese Campylobacter-Infektion eigentlich gut überstanden haben, entwickeln eine Krankheit, die relativ häufig ist, das heißt Reizdarmsyndrom. Das heißt, diese Patienten haben dann manchmal über Jahre Probleme mit dem Stuhlgang, Probleme mit dem Bauch. Das ist eine noch nicht ganz geklärte Erkrankung, die aber gehäuft nach Campylobacter-Infektionen auftritt. Laut EU-Verordnung dürfen etwa 30% des Geflügels im Schlachthof den Grenzwert für Campylobacter überschreiten. Diese Charge darf dann trotzdem ganz legal und wissentlich im Supermarkt verkauft werden und uns möglicherweise krank machen. Da kann man ja nur zu sagen, ja, lecker dann. Ne? Ich finde das nicht gut. Ich finde es vor allem nicht gut, dass wir das nicht wissen. Unmöglich. Kein Hähnchen mehr. Die Wissenschaft hat noch kein Mittel gefunden, das Hühner vor einer Campylobacter-Infektion schützt. Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherorganisation Foodwatch sieht deshalb die Schlachthöfe und die Politik in der Verantwortung. Die Forschungslage ist eindeutig. Es gibt Schlachthöfe, die Campylobacter-Belastung beim Geflügelfleisch sehr niedrig halten können, die also eine gute Schlachthygiene hinbekommen. Und es gibt Schlachthöfe, die da offenbar Probleme haben. Was fehlt, ist eine viel, viel striktere gesetzliche Vorgabe, die nämlich dazu führen würde, dass alle Schlachthöfe ihre Prozesse überprüfen und im Sinne des gesundheitlichen Verbraucherschutzes dann auch verbessern würden. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bestätigt das Problem. Schreibt uns, es gäbe ein Verbesserungspotenzial im Hinblick auf eine gute Hygienepraxis für einige Schlachthöfe. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft jedoch bestreitet uns gegenüber mangelnde Schlachthygiene. Man erfülle alle Vorgaben. Und weiter? Durch die Einhaltung der üblichen Regeln der Küchenhygiene kann jeder einzelne Verbraucher eine mögliche Campylobacter-Infektion vermeiden. Bei uns als Verbraucherinnen und Verbrauchern wird die Last abgeladen und die Verantwortung. Wir sollen dafür sorgen, durch entsprechende küchenhygienische Vorsicht, dass wir aus einem Lebensmittel, das legal im Verkauf sein darf, keinen gesundheitlich bekannten Schaden davon tragen. Und da muss der Gesetzgeber mal ein Exempel statuieren und sagen, entweder ihr kriegt eure Prozesse in den Griff, was ja möglich ist, oder die Ware kann nicht mehr verkauft werden. Das zuständige Bundesministerium sieht hingegen keinen weiteren Handlungsbedarf. Es gäbe Hygienekriterien, die bei der Schlachtung von Masthähnchen einzuhalten seien. Bei Überschreitung müsse der Lebensmittelunternehmer Schritte einleiten, um die Hygienebedingungen zu verbessern. Das gilt aber nur, wenn mehr als 30% der Schlachtkörper den Campylobacter-Grenzwert überschreiten. Die Laboruntersuchungen konnten in unserer kleinen Stichprobe kein Campylobacter nachweisen. Dennoch, die Expertin meint, wenn Sie eine repräsentative Probe machen würden, dann würden Sie auf circa jedem zweiten Hähnchen die Keime finden. Das heißt aber trotzdem sollten Sie achtsam sein, bei jedem Huhn, frisches, rohes und auch Tiefkühlhuhn, dort eine gute Küchenhygiene walten zu lassen. Heißt, das Huhn ungewaschen verarbeiten, direkt in die Pfanne geben und gut durchgaren. Sie gehört zu den Klassikern im Tiefkühlregal. Die Auswahl ist groß. Wir probieren Fertigpizza. Simone Penessi hat in Hamburg ein italienisches Lokal. Die Spezialität? Steinofenpizza. Pizzabäcker Vincenzo zeigt uns, worauf es bei dem italienischen Klassiker ankommt. Der Teig besteht aus Wasser, Öl, Salz, Mehl und Hefe. Wie lange liegt der da schon? So seit schon 24 Stunden. Ach, also Minimum 24 Stunden, ne? Am besten auch 48 Stunden. Ist natürlich so auch ein geiles Resultat für eine perfekte Pizzateig. Denn dann hatte die Hefe Zeit zum Arbeiten. Die Soße besteht nur aus Tomaten, Salz und frischem Basilikum. Reichlich Mozzarella und luftgetrocknete Salami drauf. Dann ab in den elektrischen Steinofen. Nach ca. 4 Minuten bei über 300 Grad ist die Pizza fertig. Der Knusprig-Reis ist der Hammer. Wie
Wir probieren tiefgekühlte Salami-Steinofenpizzen von günstig bis teuer. Los geht es mit der Eigenmarke von Edeka. In der Tomatensauce und dem Pizzateig Zucker. Sehr fein. Nimmst du das auch? Nee, Zucker bei Bäcker. Also Pizzabäcker, kein Zucker. Probieren, ja. Etwa 90 Cent kostet eine Pizza. Geschmacklich okay, findet Simone. Wir rechnen so viele Zutaten, ne? Von Mehl, Zucker, die ganze Kräuter, Salami, Käse, Tomatensauce. Ist schon sehr günstig. Luca, Jessica und Gianluca lieben Pizza. Probieren für uns die TK-Produkte. Am Ende der Blindverkostung gibt's Punkte. Wie ist die Edeka-Pizza? Ja, geschmackvoll so, ne? Also wie so eine Tiefkühlpizza. Aber eine gute, also immer. Ich finde, da ist ein bisschen wenig Käse drauf. Man sieht vor allem diesen geraspelten Käse. Ich würde da jetzt keine ganze Pizza von essen. So. Ich glaube, mir ist sie ein bisschen zu salzig. Die Pizza von Aldi, ebenfalls ca. 90 Cent. Statt Mozzarella, Edamer. Im Vergleich zu deiner Pizza ein dicker Boden. Ja. Finde ich ja nicht so gut, ehrlich gesagt. Und wie schmeckt sie? Also nicht so gut wie die vor. Mhm. Und salziger. Was meinen die Pizzaliebhaber? Schon ein bisschen mehr Teig auf jeden Fall als der erste, ne? Teig, ne? Mir ist es zu viel Teig für eine Pizza. Die Salami hat für mich tatsächlich ein bisschen besser abgeschnitten. Aber nicht so ein großer Sprung zu der ersten. Jetzt die Pizza von Wagner für 2,35 Euro. Wieder mit Zucker. Und sie wirbt mit Knusprigkeit. Ohne ist recht knusprig. Ja. Muss ich sagen. Hier schmecke ich jetzt viel Süße. Ich glaube auch, der Teig ist ein Tick zu süß. Wie kommt die teurere Pizza bei den Testessern an? Der Teig schmeckt ganz anders. Süßlich. Ich finde die Soße wesentlich geschmackvoller und bisher am besten. Der Teig ist meiner Meinung nach zu keksig. Für mich ist das bis jetzt die beste. Letzter Kandidat, die Salami-Pizza von Gustavo Gusto. Die teuerste unserer Stichprobe. 3,80 Euro. Boah, die sieht ja ganz anders aus als die anderen, ne? Ja. Nicht nur, dass sie größer ist. Deutlich besser. Sie hat auch den dickeren Rand. Ja. Die sieht ja fast so aus wie deine. Die einzige Pizza mit ausschließlich Mozzarella. Was ist denn da das Leckere? Ich habe das Gefühl, die Tomatensauce ist irgendwie feiner, ne? Ja, und die Mozzarella, der Käse, Mozzarella. 100%. Für mich automatisch Mozzarella. Das schmeckt schon anders, ja, ne? Finden das auch die Testesser? Ihre Pizza war, nun ja, leider etwas zu lange im Ofen. Trotzdem. Also, mein erster Eindruck ist auf jeden Fall besser als die anderen. Man sieht es sofort, da ist mehr Käse drauf. Ich finde wirklich schön zerlaufen, wie es sein soll. Ich finde tatsächlich, dass der Rand hier für so eine Tiefkühlpizza echt gut ist. Punktevergabe. Der Sieger? Die Pizza von Gustavo Gusto. Gut im Geschmack und hochwertige Zutaten. Das ist bei Tiefkühl- und Fertigprodukten allerdings nicht immer der Fall. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen und den Werbebotschaften der Hersteller nicht blind zu vertrauen. Hat euch unsere Doku gefallen? Dann könnt ihr hier gleich weitere spannende Dokumentationen von unserem Kanal anschauen. Und hier haben wir weitere Videos zum Thema. Und wenn euch Marktcheck gefällt, dann könnt ihr uns sehr gerne hier abonnieren.